Ich hoffe, dass es dann mal auch war. Ja, am Light a fire, burn up all you know. You've had so much time just to let things go. Now you're burning letters out in the snow in your backyard. Years go rolling, you're 33. It's time for the cross or the boated tree. But you'd like to cry when you skin your knee. Man, it's hard. And it's the same old friends on New Year's Eve. The same snow falls on the same old leaves. And there's the same. Wenn man so eine enge Kurve fahren will, muss man erstmal eine gute Anfahrtsgeschwindigkeit haben. Darf nicht zu schnell sein, dann muss man sehr weit nach vorne schauen, um die ganze Kurve rumblicken, um den gesamten Radius einschätzen zu können. Kurvenstrecken und rollen. Bravo. Sehr gut. Und beugen, strecken und schön durch die Rinne durchrollen. Skateboard girls and your rusty brain cells give you a twirl. Oh no. Okay, jetzt sind wir hier im Gelände und wenden nun die Kurventechnik an, was wir in der Ebene gelernt haben. You could lean upon, but this open road. Ja, Stefan, wir haben eine recht enge Kurve. Was sind denn die wichtigsten Punkte, die man hier so beachten sollte? Wichtig ist, in der Anfahrt die Arme gebeugt, in der Linkskurve den linken Arm strecken, das Rad kommt nach links und fährt damit besser um die Kurve rum. Auch wichtig die Blickführung, dass ich aus der Kurve rausschaue und die nächste Gerade oder nächste Folge sehe. Dazu kommt noch, eine Kurve außen anzufahren, in die Kurve innen reinzuschneiden und dann wieder am Kurvenende sich raustragen zu lassen. Um einen möglichst großen Radius zu fahren, der hat zur Folge, dass ich geringen Lenkeinschlag habe und mehr Schwung mit nach Hause nehme. Same old cold of noise. Okay, Blick davor. Jawohl, voraus. Blick voraus. Jawohl, super. Was wäre denn der Hauptfehler bei so einer hohen Kante oder hohen Stufe, wenn ich hier runterfahre? Der Hauptfehler ist meines Erachtens, dass man denkt, alles klar, jetzt kommt eine hohe Stufe, eine hohe Kante. Ich gehe mal prinzipiell mit dem Gewicht ganz nach hinten, weil mir irgendjemand gesagt hat, vorsichtig, ich darf nicht mit dem Gewicht über dem Vorderrad sein, weil ich dann einen Überschlag mache. Und das ist aber ein Trugschluss, weil wenn ich halt ganz hinten auf dem Fahrrad bin und ich rolle über die Kante und es kommt dann eine signifikante Steigerungsänderung, dann kann ich nicht mehr korrigieren. Dann kann ich vielleicht nur nach hinten absteigen oder mich eventuell in dem Zustand noch überschlagen. Und das ist am Thema vorbei. I don't wanna have to try.
VD, the spirit of mountain sports.